einer Gaststätte in der Nähe von Norddeich in Ostfriesland. Im Saal probt eine Jagdhornbläsergruppe der heimischen Jägerschaft. So, bitte sehr, mein Herr. Ja, das nein, schön. Wofür üben die denn da drüben? Für Stadtfest in Nürnberg. Wann soll denn das sein? Mittenweg. Mittenweg, was heißt denn das? Mittenweg, habe ich gesagt. Mittenweg, wann soll denn das sein? Das ist nächste Woche. Das hat das ausgezeichnet, Augenblick, lieber. Oh, komm, tolle Sommer. Stehen. Touristen, die freuen sich. Ja, jeder zufrieden dann. Also. Ja, tschüss. Hey, jo. Hier muss noch ein bisschen mehr üben, da. Das musst du noch nicht sagen, doch. Sag mal, Lippe, hey, kommst du denn hierher? Moin, moin. Sag mal, da kannst du mich doch mitnehmen, ne? Ja, von mir aus. Ich muss aber noch über den Deich. Am Deich des Ostermarscher Watz. Am Vormittag ist von einem Fährschiff aus ein Heuler gesichtet worden. Wind und Strömung lassen vermuten, dass der junge Seehund irgendwo hier antreibt. Der kleine Kerl hat nur dann eine Überlebenschance, wenn er schnell gefunden wird. Jetzt hast du gehört? Nee, nix. Gar nix, du. Diese beiden Männer werden sich am nächsten Tag und in der nächsten Nacht wieder begegnen. Allerdings auf ganz andere Weise. Am nächsten Morgen. Hans-Jürgen Witt studiert beim Frühstück eine Schiffszeichnung. Ruf doch mal Norbert in St. Peter-Ording an. Ja, das kann ich mal versuchen. Okay, da rufe ich dann mal später an. Zur gleichen Zeit packt Lübbe Eckhoff Gummistiefel, Rucksack und Fernglas ins Auto. Sachen mit. Ich wollte noch am Minzwerk, noch im Nachen Heuler gucken. 6.50 Uhr. Funke Hans-Jürgen Witt fährt raus nach Utlandshörn zur Empfangsfunkstelle der Post. Ortswechsel. Bei der Sendefunkstelle in Osterlook beginnt der Dienst für Lübbe Eckhoff heute bereits auf dem Parkplatz. Kannst du dafür sorgen, dass wir die LP2 freikriegen? Okay. Alles vorbereiten? Ja. Schichtwechsel bei der Empfangsfunkstelle. 25 Funker und Funkerinnen lösen ihre Kollegen aus der Nachtschicht ab. Moin, moin, du hast geschafft, ja, ja, wir sind damit durch. Ein Schiff wartet noch mit zwei Telegramm. Okay, alles klar, den fasse ich dann mal gleich an. Hans-Jürgen Witt, 43 Jahre alt, ist seit 1976 bei der Post als Funker angestellt. Er bewohnt mit seiner Familie ein eigenes kleines Haus in Norden. Vor der Heirat ist er 12 Jahre lang zur See gefahren. Sein großes Hobby ist der Modellbau historischer Segelschiffe. Die Morsetaste hat er mitgebracht. Sie hat ihn bereits auf Trampfahrt begleitet. An diesem Tag hat Witt zwei Schichten. Er beginnt in der Funktelegrafie. Ein Schiff will ein Funktelegramm loswerden. Den Anruf hat die Dauerwache aufgefangen und sein Rufzeichen und die Arbeitsfrequenz an diesen Platz weitergegeben. Die Morsezeichen kommen mit Tempo 80 bis 120 Buchstaben pro Minute über den Kopfhörer, manchmal seitenlang. Der Job in der Funktelegrafie verlangt ständige Konzentration. Empfangsbestätigung. Die Funksignale, die die Küste in Richtung See verlassen, laufen hier über die Steuerzentrale der Sendefunkstelle. Auch Lübbe Eckhoff hat heute zwei Schichten. In der ersten muss er ständig am Platz sein, darf die Anzeigetableaus nicht aus den Augen lassen. Der 40-jährige Elektromeister wohnt mit seiner Familie in einem selbstgebauten Haus in Norddeich. Bei Norddeich Radio ist er seit 1969 als Techniker tätig. Osterloh Eckhoff? Ja. 125? Ja. Ja, legen Sie mir da eine Schleife drauf. Sender, Modulation, Antennen. Auch die Sendefrequenzen werden ständig kontrolliert, um gegenseitige Störungen zu vermeiden. Norddeich Radio, Norddeich Radio. Der Anruf eines Fischdampfers ist aufgefangen worden. Ein Arzt wird benötigt. Wechsel von der Telegrafie zur Telefonie. Medico nennt der Fachmann solche Funkverbindungen. Witt antwortet mit der Richtantenne LP2. Wiesbaden, 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 Delta, Foxtrot, Quebec, Bravo, Norddeich Radio. Hallo, Norddeich Radio, Wiesbaden.
Medikos haben Vorrang vor allen anderen Telegrammen oder Gesprächen, ja, mit Ausnahme von Seenotfällen. Quebec, bravo, schönen guten Tag, ich höre Sie ja hier ganz gut. Wie komme ich an? Könnte das lauter sein? Könnte etwas lauter sein, Herr Kollege. Okay, fein, Augenblick. Ich drehe mal unsere Richtantenne rüber. Sie haben ein Mediko. Was für einen Arzt benötigen Sie da? Wir benötigen einen Internisten, Herr Kollege. Mit den übrigen Antennen, den Sendern und Empfängern geht das ähnlich. Alles ist vom Platz aus steuerbar. Sind Sie das, Herr Funkoffizier? Herr Funkoffizier, mit Internet. Schiffsname, Rufzeichen, Name des Arztes. Alle wichtigen Daten werden festgehalten. Augenblick bitte. Witt wählt die Vorwahl von Cuxhaven. Lübbe, wir sind auf der Fahrt zur LP-Antenne. Ist gut, Dani. Und wenn die klar ist, dann nehme ich den Schlüssel vom Hauptschalter runter. Dann gibst du Bernd den Sicherheitsschlüssel mit. Während Eckhoff die Freigabe der Antenne anfordert, fährt der Trupp bereits zum Mast. Es kann dann losgehen. Bitte schön. Ja. Hallo? Ja, hier Dr. Mike, Cuxhaven. Schönen guten Tag, Herr Dr. Mike. Hier ist für Reichen, Motorschiff Wiesbaden, Funke Schmidt am Apparat. Herr Doktor, wir haben... Für die funkärztliche Beratung ist hier das Stadtkrankenhaus Cuxhaven zuständig. Leichtschmerzen, und zwar unterhalb des Bauchnabels zur Leiste hin an der rechten Seite. Noch läuft das Medico. Noch steht die Antenne unter Hochspannung. Auffanggurt, Fangseil, Schutzhelm. Die Vorbereitungen erinnern an einen alpinen Aufstieg. 2x4 Millionen heute und 1x4 Millionen morgen. Bei den Matrosen an Bord besteht Verdacht auf Blinddarmentzündung. Das Schiff befindet sich auf der Heimreise. So ordnet der Funkarzt eine Behandlung mit Medikamenten an. Genormte Bordapotheken mit einheitlich nummerierten Arzneimitteln erleichtern ihm die schwierige Behandlung per Funk. Ja, Wiesbaden, das hat ja wunderbar geklappt. Hier war die Verständigung sehr gut. Und ich glaube, Sie haben auch alles gut mitgekriegt. Die Antenne ist abgeschaltet und geerdet. Die Blockierung des Steigeschutzes entfernt. Die ersten von 150 Sprossen. Über 120 Mal im Jahr geht es hoch auf die 40 verschiedenen Antennen. Im Sommer wie im Winter. Die in den Himmel ragenden Masten sind der Lebensnerv der Küstenfunkstelle. Sie müssen immer einwandfrei funktionieren. Das Motto der Post lautet auch hier, alles tun, um Störungen zu vermeiden. Ist alles bei euch in Ordnung da oben? Oh, hier ist er wieder. Die Wartung muss dennoch schnell gehen. Die Richtantenne wird bald wieder gebraucht für Kurzwellenverkehr rund um den Erdball. Die Funker arbeiten häufig an verschiedenen Plätzen, um durch wechselnden Arbeitsrhythmus den Stress zu mildern. Bis jetzt hat Witt 11 Sprechfunkverbindungen hergestellt und 37 Telegramme auf Morsetelegrafie abgesetzt und empfangen. Das ist ja gleich ganz schön gar weg. Bei seiner letzten Verbindung werden die Morsezeichen zeitweise so schwach, dass er sie nur noch mit allergrößter Konzentration aus dem Wellensalat heraushören kann. Ostermarscher Watt. Lübbe Eckhoff geht nach Schichtende nochmal los, um nach dem Heuler zu suchen. Er ist zuversichtlich, das Tier hier irgendwo doch noch zu finden. Er kennt das Watt wie seine Westentasche. Viele der Funker und Techniker von Norddeich Radio finden in der Weite und Ruhe und dem gesunden Klima dieser Region einen natürlichen Ausgleich für die berufliche Anspannung. Die Tierhege im Watt hat Eckhoff ehrenamtlich übernommen. Vor allen Dingen liegen ihm die vom Aussterben bedrohten Robben am Herzen. Du, Norbert, pass mal auf. Ja. Ich baue doch die Solierung. Witt hat inzwischen seinen Kollegen Norbert Kappert in St. Peter-Ording an der Strippe. Von ihm, ebenfalls Schiffsmodellbauer, erhofft er sich Hilfe bei der Beschaffung der Segelpläne. Hast du schon die einschlägigen Geschäfte und Firmen so weiter abgeklappert? Ja, das habe ich. Bei dem Bau dieses Seglers aus dem 17. Jahrhundert hat er alles selbst hergestellt. Von den hölzernen Planken bis zu den gegossenen Kanonen. Das Basteln bedeutet für ihn totales Abschalten und Entspannen. Okay, Norbert, wunderbar. Du meldest dich ja dann wieder. Ja, Jürgen, ich melde mich wieder. Es ist möglich, dass das heute Nachmittag noch klappt. In Utlandshörn hat der Verkehr inzwischen wie üblich Spitzenwerte erreicht. Hunderte von schiffsdienstlichen Nachrichten, verschlüsselt oder im Klartext,
Dazu private Mitteilungen aller Art, die per Funk als Telegramme, Gespräche oder Fernschreiben hin und her gehen. Nachrichten von großer wirtschaftlicher Bedeutung, die hier an der Küste zwischen Masten und Deich rund um die Uhr vermittelt werden. Dazu kommen andere wichtige Aufgaben, wie zum Beispiel die ständige Beobachtung der Seenotfrequenzen und die Ausstrahlung von Sturmwarnungen und nautische Warnnachrichten. In der Leitstelle laufen alle Nachrichten zusammen. Je nach Richtung erhalten Sie hier die notwendigen Leitwegangaben. Die Post ist durch Norddeich Radio nicht nur Nachrichtenvermittler, sondern mit 260 Beschäftigten auch wichtiger Arbeitgeber in dieser Region. Zwischen den Küstenfunkstellen der verschiedenen Länder gibt es einen harten Wettbewerb. Satellitenfunk und der Rückgang der Weltschiffstonnage haben das ihrige dazu beigetragen. Schnelligkeit, Qualität und Preis bestimmen mehr denn je das Geschäft. Eine Förderbandanlage bringt alle Nachrichten von der Leitstelle zu den verschiedenen Funkbetriebsplätzen und zurück. Gefunden. Lübbe Eckhoff hat einen Korb geholt. Stürme, Krankheiten und Störungen durch Menschen auf der Sandbank führen oft dazu, dass Robbenbabys von der Mutter getrennt werden. Ohne sich selbst ernähren zu können, treiben sie tagelang im Meer, bis sie angespült werden. Ungefähr 30 werden jährlich in die Seehundstation Norddeich eingeliefert. Fürsorglich hochgepäppelt werden sie später wieder ausgesetzt. Vor Beginn der Nachtschicht wird Eckhoff sich noch ein wenig Ruhe gönnen. Hier geht es zur gleichen Zeit um Millimeter. Skalpell, Zahnarzt, Bohrer und Pinzette sind zwar zweckentfremdete, aber häufig benutzte Werkzeuge. Witt ist wieder einen Schritt weiter. Norbert Kappert, der ihm die Segelpläne besorgen wollte, hat sich leider noch nicht gemeldet. Uhr. Eckhoff macht seinen zweiten Kontrollgang in dieser Nacht. Hochmoderne Anlagen, mehrfach gesichert. Ein totaler Sendeausfall ist praktisch unmöglich. Zwei Dieselaggregate springen bei einem Stromausfall automatisch an und versorgen innerhalb weniger Sekunden die Sender. Witt hat im Nachtdienst erneuten Kontakt mit dem Fischdampfer vom Vormittag. Wiesbaden, Norddeich Radio. All stations, this is Norddeich Radio. Sammelanruf. Namen und Rufzeichen der Schiffe, für die Nachrichten vorliegen, werden verlesen. Die Funker auf See hören diese Anrufe und melden sich dann bei Norddeich Radio. Was ist denn los? Ja, ich stehe an Lose. Die Gesprächsverbindung zur Wiesbaden steht. 2.18 Uhr, Ausfall des Senders 121. Störungssignal quittieren, auf akustische Fernüberwachung schalten. Oh, der ist weg, total weg. Kommt nix. Ich geh mal hin. Hallo, Alfred? Lüdingwurst, Norddeich Radio. Ja, bitte mal einen Augenblick warten, wir haben hier einen Senderausfall wahrscheinlich. Bleiben Sie bitte in der Leitung. Sekunden später, erste Sichtkontrolle am ausgefallenen Sender. Schirmgitter fehlt. Wiesbaden, Wiesbaden, Norddeich Radio. Witt hat vom Platz aus auf einen Ersatzsender umgeschaltet. Senderausfall. Ich höre Sie noch gut. Es kann dann weitergehen mit Lüdingwort. Bitte einen Augenblick. Okay. Ja, gehst du zum Telefon? Ja, ich gehe zum Telefon. Werkzeug fertig. In Ordnung. Osterloh Eckhoff. Ja, Lübbe, guten Abend. Sender 121 hat rote Backen gemacht. Ich weiß, Junge, ich habe schon nachgesehen. Wir haben Schwierigkeiten mit der Endröhre. 2.20 Uhr. Die Rückseite des Senders ist geöffnet. Er ist vollständig abgeschaltet, alle hochspannungsführenden Teile sind geerdet. Letzte Klarheit über den Defekt kann nur eine Prüfung der Isolation bringen, das heißt, die Röhre muss raus. So, dann wollen wir kicken, ne? So, bist du dran? Finger weg? Ja, so, kann der. Die Prüfung bestätigt, der Schirmgitterkondensator ist durchgeschlagen. Ja, dann hilft das nichts. Dann muss er raus. Das Auswechseln kann noch in der Nacht geschehen. Ah,
Arbeiten werden, wenn alles glatt läuft, circa 1,5 Stunden dauern. Die Fernüberwachung bleibt während dieser Zeit eingeschaltet. Alle wichtigen Funktionen der Steuerzentrale werden durch akustische Signale in den Sendersaal gemeldet. In Utlandshörn ist der Verkehr abgeflaut. Eine arbeitsreiche Nacht hat in den Gesichtern ihre Spuren hinterlassen. Kurz vor 4. Der Sender 121 ist wieder einsatzbereit. Witt? So, Jürgen, der Sender ist klar. Du kannst den 121 auch wieder benutzen. Das ist ja fein. Oh, das habt ihr ja wieder fix hingekriegt. Du, Lippe, sag mal, was ist denn aus dem Heuler geworden? Ja, ich war gestern Nachmittag noch raus. Und da habe ich ihn dann vorne an der Hellerkante gefunden. Hast du deine Pläne eigentlich gekriegt? Ja, ich habe da von Norbert aus St. Peter einen Tipp bekommen. Eine kurze Pause, Zeit für ein paar private Worte. Das Interesse füreinander, Kameradschaft, Teamgeist, oft strapazierte Begriffe, hier oben im Norden zwischen Masten und Deich, haben sie Gültigkeit.